Wir kommen zu den aktuellen Corona-Zahlen. Sie sind weiter im Sinkflug. Gemeldet wurden 37.568 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz sinkt somit erstmalig wieder auf unter 1.000, nämlich auf 876,5. Vor genau einer Woche waren es über 113.000 Fälle mehr. Das Robert-Koch-Institut weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die Daten aufgrund der Feiertage lückenhaft sind. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI zuletzt mit 6,41 an. Weitere 29 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben.